Ja, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Streamlabs-Video. Ich habe es euch versprochen, ich zeige euch die ganzen Sachen zu Streamlabs OBS und ich habe jetzt was ganz Neues für euch und das finde ich ziemlich cool. Ich zeige euch mal. Diese saugeilen Alerts, wie ihr solche Sachen bei euch reinkriegt. Und dafür gehe ich ganz einfach mal hier auf die Streamlabs-Seite. Ist natürlich in der Beschreibung. Und dann gehen wir hier drauf, auf die Benachrichtigungen. Und dann können wir hier unter allgemeinen Medien, können wir Sachen einstellen, die wir gebrauchen können, Benachrichtigungsbox. Und dann haben wir auch hier unsere Dateien und können für Donations etc. diese einstellen. Dann gehen wir hier drauf und haben dann unsere Auswahl an saugeilen Sachen. Und natürlich auch die Sounds. Tada! So, dann machen wir dazu. Und wenn ihr das jetzt hier drin haben wollt, dann geht ihr hier drauf und baut einfach nur ganz einfach die Alertbox bei euch ein. Wenn die drin ist, dann läuft das Ganze. So einfach ist das. Und das ganze Video konnte ich sogar aufnehmen, ohne zu schneiden. Ja, damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönen Tag noch, viel Spaß mit Streamlabs OBS und den ganzen Krimskrams. Wenn es noch weitere Sachen gibt, die ich euch zeigen kann, dann verspreche ich euch natürlich, wird es auch dazu wieder Videos geben. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.